Eine energetische Analyse über die Energien des Osterfestes im Zusammenhang mit den Portaltagsenergien erwartet dich. Ich fand es so interessant, mal diese Energien miteinander zu vergleichen, gegenüberzustellen und dann energetisch auszuwerten. Und da habe ich sehr viele Erkenntnisse gewonnen, die ich jetzt gerne mit dir durchsprechen möchte. Ich würde sagen, wir beginnen am Donnerstag, am grünen Donnerstag, Karfreitag, Samstag, Sonntag bis Montag. Das sind insgesamt 5 Tage, die das Osterfest jetzt für uns bereithält. 5 verschiedene Energien, die dann auch noch jeder Tag auf die Tagesenergie der Portaltage trifft. Und was dieses Zusammenspiel bewirkt, ist schon sehr beachtlich und vor allen Dingen auch für die aktuelle C-Zeit. Für mich fühlt es sich fast so an, dass man C-Zeitalter sagen sollte, denn ein Virus ist da, das wird nicht mehr weggehen und wir sollten uns arrangieren, damit zu leben und zwar gut zu leben, ohne Einschränkungen. Und wenn ich jetzt mal die Energie vom Donnerstag anschaue, die Donnerstagsenergie, die soll uns nochmal bewusst machen über die Achtsamkeit, über die Schönheit des Lebens. Also dennoch, egal was gerade im Außen passiert, mal hinzuschauen, wie schön ist die Natur, wie schön ist eine Blume, wie gut geht es dir denn trotz allem in dieser Zeit, wo sind die Punkte, wo es dir gut geht, wo sind die Situationen, wo du entspannt bist und voller Liebe bist. Also das ist die Energie vom grünen Donnerstag in Bezug zu den Portaltagen, zu der Portaltagsenergie vom Donnerstag, weil da einfach der Sinn auf die Achtsamkeit gelenkt wird, um dir bewusst zu machen, wenn du jetzt in deinem Leben mal zurückblickst, wie schön dein Leben war oder wie viel schöne, wundervolle Situationen dein Leben gehabt hat. Dann kommen wir zu dem Freitag, zu dem zweiten Tag vom Osterfest. Und da beginnt die Reinigung. Da beginnt eine von den Portaltagsenergien, eine starke Reinigung, um dich wieder in den Flow zu bringen, in die Wellen der Zeit, damit du dich dort fallen lassen kannst und tragen lassen kannst. Die Reinigung ist wichtig und die sollte man jetzt speziell in den 5 Ostertagen wirklich sehr intensiv durchführen, einfach auch um sich von den kollektiven Energien, die ja doch überall im Außen zu finden sind und sehr belastend sein können, dass man die wieder wegkriegt, indem man sich einfach reinigt energetisch. Es ist die Zeit auch des Frühlingsbeginns, das ist die Zeit des Neubeginns, das heißt die Auferstehung, diese Energie, welche uns zeigt, dass das Leben nicht aufhört, sondern immer wieder von Neuem beginnt, dass der Körper in einer anderen Form immer wieder neu geboren wird und die Seele ist ewig, die Seele lebt ewig. Und dieses Wiedergeborenwerden zeigt uns ja der Frühling. Jedes Jahr im Frühling beginnt die Natur sich von Neuem zu erblühen, kann ich jetzt mal sagen. Und das ist für uns ein Bild. Mit jedem neuen Leben beginnen wir uns weiterzuentwickeln und der Kreislauf der Zeit trägt uns. Und das ist dieser Flow, der über den Freitag von der Portaltagsenergie uns zur Verfügung gestellt wird. Also es bedeutet große Reinigung, intensiv jeden Tag tun, jeden Tag machen. Es gibt dafür schöne Videos von mir und sich dann einfach in den Flow hingeben. Die Hingabe von der Donnerstagsenergie, das Erkennen des Schönen und sich dann hingeben in den Flow der Zeit, sich tragen lassen, voller Vertrauen und dann daran die Liebe zu erkennen. Denn der Samstag, der Ostersamstag ist
von Liebe getragen. Die große Liebe aus den Smarana-Feldern, aus Gottes Gedankenfeld, strömt auf die Erde über die Portaltagsenergie. Und diese Liebe, wenn du bereit bist, diese Liebe aufzunehmen, dann wird sie dich komplett erfüllen. Also auch wieder Hingabe in die Energie der Liebe und die Schönheit der Natur sehen, die Schönheit erkennen, wenn du im Flow bist, wenn du getragen wirst. Dies alles ist eine wunderbare, stützende Energie, die dir zur Verfügung steht, wenn du dich dem jetzt auch öffnest. Dann kommen wir zum Sonntag. Der Sonntag will dich mit der Portaltagsenergie einstimmen auf deine Kraft, auf deine Magie, welche in dir liegt. Denn Magie oder Kraft, das ist ungefähr das Gleiche. Diese Energie möchte dir sagen, schaue dich an, betrachte dich und erkenne deine Kraft. Der Ostersonntag, der soll dir ganz viel innere Erkenntnisse bringen. Und zwar lohnt es sich hinzuschauen, wo sind meine Schattenseiten? Wo ist noch etwas, was ich gar nicht wahrnehme, was wiedergeboren werden möchte als neue große Energie, als neue große Fähigkeit? Das Erkennen, das wird am Sonntag sehr unterstützt von den Energien. Und wenn du dann eine Schattenseite tatsächlich entdeckst, also das ist etwas, wo man sich drüber ärgert, eine Situation, wo du dich aufregst, so etwas, wenn du so etwas merkst, dann schaue hin und schaue, wie du das lösen kannst, also indem du es einfach annimmst, indem du sagst, okay, ich gebe es zu, das ist etwas, was mich ärgert, aber ich weiß auch, dass es in mir selbst liegt und ich möchte aber jetzt das auflösen, ich akzeptiere diese Schattenseite und dann ziehst du sie einfach durch deine Anerkennung in dich hinein und dann wird sie sich in dir selbst auflösen können, allein durch deine Akzeptanz. Wenn es schwerere, wichtigere, schwerwiegende Dinge sind, dann kannst du natürlich auch einen Heiler oder ein Medium aufsuchen, ganz klar. Und dieses Erkennen, dieses Erkennen der eigenen Kraft, das gibt dir so ein Selbstbewusstsein und da ist ja auch eine Läuterung dabei, ja, über die Reinigung, wenn du dich danach nochmal reinigst, wie frei und wie schön dein ganzer Lichtkörper wird. Ich kriege gerade Gänsehaut allein bei der Vorstellung. Also das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, was ich gesagt habe und wenn sich das jeder Einzelne für sich vornimmt, dann kann da Großes draus entstehen. Denn am Ostermontag ist die Energie von den Portaltagen Freiheit und Weisheit. Diese Freiheit, die jeder in sich trägt, zu erkennen, wo ist die Weisheit. Und wenn ich das jetzt mal alles übertrage auf die aktuelle C-Zeit, dann ist es für mich ein Leitfaden, um durch diese C-Zeit oder durch dieses C-Zeitalter hindurchzukommen. Denn wenn man nochmal die Portaltagsenergien, die fünf Portaltagsenergien anschaut, die Schönheit und die Ästhetik des Lebens, die Achtsamkeit, nicht vergessen die Achtsamkeit, sondern in dein Leben ziehen, dir immer wieder bewusst werden, wie schön das Leben ist, egal was im Außen geschieht. Dann diese Reinigung von den kollektiven Energien, die ja sehr schnell negativ beeinflussen. Das, was ich euch jetzt sage, dieser Blick auf die C-Zeit, diesen Blick solltest du von der Seele aus tun. Also nicht von dem Kollektiv nach unten schauen, sondern von der Seele von oben nach unten schauen. Einfach um den höheren Sinn, um die Chance des Wachstums zu erkennen, was die C-Zeit für uns bringt. Also ich schaue mit meiner Seele auf diese fünf Energien. Ich erkenne die Schönheit des Lebens. In jedem Moment ist eine Schönheit, ist der Zauber der Schönheit enthalten. Ich reinige meine Seele immer wieder von kollektiven Energien, die stören. Ich
erkenne, dass alles Liebe ist. Ich erkenne die positiven Dinge im Leben. Ich erkenne meine Kraft. Und das ist in dem Moment die Kraft des Einzelnen und die Kraft des Kollektivs. Das bedeutet, und das ist so wichtig, dieses Erkennen der Kraft heißt, dass alles geändert werden kann, so wie es für uns gut ist, mit dieser Kraft. Das ist dieses Feuer, diese starke Willenskraft, die in jedem Menschen ruht. Und mit dieser Willenskraft können wir das Leben auch in der C-Zeit angenehm und schön machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist dieser Flow, der uns durch diese 5 Tage trägt und aus dem wir ganz viel Kraft schöpfen können. Und daraus entsteht die Einstimmung für die Freiheit. Da ist ganz viel Weisheit enthalten. Und das bedeutet, wenn ich das aufs ganze Jahr oder auf alle Jahre jetzt mal übertrage, diese 5 Tagesenergien, genau am Osterfest, wo der Neubeginn, die Wiedergeburt, die Auferstehung, diese Energie über tausende von Jahren gefördert und verstärkt wurde, die zu nutzen mit den Portaltagen und daraus zu erkennen, dass der Weg in die Freiheit führt, wenn wir es denn auch wirklich wollen, mit unserem Geist. Wir können alles über unseren Geist manifestieren und bestimmen, weil jeder Gedanke trägt Energie und diese Energie zieht das an, was du gedacht hast. Also wenn du Gutes denkst, passiert dir was Gutes. Wenn du negativ denkst, dann passiert was Negatives. Und so ist es zum Beispiel auch, ich gehe jetzt mal kurz auf die Impfpflicht ein. Viele Menschen haben Angst vor der Impfpflicht oder sagen auch, ich möchte nicht geimpft werden oder sagen, die Impfung ist schädlich. Das sind alles negative Energien. Und sobald du unbewusst, ich habe es ja auch für mich erkannt, ich möchte mich ja auch auf keinen Fall impfen lassen. Aber wenn ich für mich diesen Druck erzeuge, auf keinen Fall impfen und impfen ist schlecht, bin ich in einer negativen Energie. So habe ich das für mich erkannt. Das heißt also, ich übe mich jetzt in Neutralität. Ich bin gegenüber dem Impfen neutral. Und ich habe für mich mit meiner Seele ausgemacht, dass ich sehr gut durch diese Zeit hindurchkomme. Und zwar mit diesen 5 Tagesenergien und ich geschützt bin und egal, ob ich jetzt mich impfen lasse oder nicht impfen lasse, egal wie der Impfstoff ist, völlig egal, es interessiert nicht. Ich bin mit dem höheren Bewusstsein meiner Seele verbunden und erkenne dadurch diese Unsterblichkeit, diese Wiedergeburt. Ich bin jetzt gerade mit diesem Körper auf der Erde und ich habe für mich erkannt, dass das ein Zeitabschnitt ist in einem riesengroßen ewigen Leben. Und egal, was jetzt auch hier passiert, es ist einfach eine Erfahrung und sie wird mir in jedem Fall dienen. So habe ich für mich herausgefunden, dass ich damit gut durch diese Zeit komme, dass ich einfach überhaupt keine Angst zu haben brauche. Und dadurch, durch diese Erkenntnis, ist die Angst weg. Manchmal zeigt sich die Angst ja nicht, sondern sie ist so ganz klitzeklein irgendwo im Unterbewusstsein. Und in dem Moment, wo die Angst so klein im Unterbewusstsein ist, ist sie da. Auch wenn man sie nicht wahrnimmt oder auch wenn man sagt, ich habe keine Angst. Aber sobald du sagst, ich will mich nicht impfen lassen, ich finde das blöd, bist du ja in einer negativen Energie. Und diese negative Energie bringt dich einfach dazu, das Negative zu verstärken. Und das ist das ganz Schlimme. Wenn jetzt so viele Menschen gegen das Impfen sind oder so viele Menschen Angst vor den Nebenwirkungen haben, ballt sich das Ganze
und man gibt der negativen Energie Energie. Das heißt, wenn viele gegen die Impfpflicht sind und Angst haben, dann wird sie kommen, weil man dadurch das Negative verstärkt und dann wird es kommen. Deswegen einfach mein Aufruf an euch, überlegt es mal so für euch, ob ihr damit was anfangen könnt, ob ihr das für euch auch so gut findet und es in euer Leben ziehen könnt. Denn wir möchten ja gar nicht das Negative manifestieren, wir möchten ja eher das andere. Und für mich ist jetzt die Ostertage-Energie ein Hinweis, dass alles an Energien bereitgestellt wird. Diese 5 Tage von diesen großartigen 10 Portaltagen gibt uns so viel Kraft, dass wir diese nutzen sollten und rausgehen aus dem Kollektiv, raus aus dem normalen Denken gehen und eben wie unsere Seele denken, wie unser höheres Selbst denken und uns gar nicht mehr beeinflussen lassen und auch dadurch dann keine Angst mehr haben, auch keine unterbewusste Angst, denn wir sind ja als Seele mit dem höheren Bewusstsein außerhalb des kollektiven Denkens, außerhalb der kollektiven Probleme. Und da die Seele ewig lebt, wird es in einem anderen Leben dieses Problem nicht mehr so geben, wie es jetzt gerade sich darstellt. Es ist dann gar kein Problem mehr. Und das ist doch eine wundervolle Lösung, ein wundervolles Gefühl zu wissen, ich kann als Seele mein Leben bereichern und eine neue Richtung manifestieren. Und das ist die Weisheit der Freiheit. Das ist die Energie vom Ostermontag. Die Weisheit der Seele erkennen und dadurch die Freiheit erkennen, wie sie greifbar ist für jeden von uns allen. Und ich freue mich auch so sehr, jetzt euch eine besondere Meditation zu schenken, in der wir uns als Seele fühlen können und den Zugang in die höheren Dimensionen finden und dann raus aus dieser ganzen Energie hinauskommen und uns dadurch der Wiedergeburt hingeben. Ein neues Leben beginnen in dieser Freiheit, die da ist. Und diese 5 Tage kann ich für mich so über das ganze Jahr hin betrachten. Das trifft im Moment so auf die aktuelle Situation. Und wenn wir schlau sind, nehmen wir diese Energien und leben sie das ganze Jahr durch. Und dadurch wird sich ganz, ganz viel verändern. Und ich wünsche mir so, dass ihr alle mitmacht, dass wir dadurch so viel manifestieren können und diese C-Zeit einfach dadurch in eine positive Richtung hineinkommt. Ja, jetzt fangen wir dann auch gleich an. Ich habe hier meine Essenzen wieder. Ich schicke euch mal ein bisschen rüber. Oh, so schön. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit den wunderbaren Energien. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle. Und so breitet sich der Schutz für meinen Kanal aus und für dich, der du jetzt gerade hier bist und zuhörst. Ich tauche ein in die Energie der Sternensaat. Die Sternensaat ist eine liebevolle, hochenergetische, gefühlvolle Energie. Und die Wesen der Sternensaat, sie kommen jetzt zu dir. Sie kommen in dein Zuhause. Sie lächeln dich an und sie bringen die Schwingung der Leichtigkeit zu dir. Sie geben dir zu erkennen,
die Schönheit deiner Seele zu sehen. Und sie bereiten die Energien vor, welche Leichtigkeit und Vertrauen in dein Leben bringen werden. Und so fließt nun diese Energie zu dir. Sie bildet vor dir, vor deinen Füßen, einen bunten Teppich voller schöner Blumen, farbenprächtig und duftend. Die Schönheit der Natur und des Lebens lässt sich dadurch sehr gut fühlen. Allein der Duft regt deine Sinne an und ebnet den Weg zu deiner Seele, denn deine Seele liebt die schönen Dinge. Deine Seele ist ein reines Wesen. Im Grunde genommen ist sie die Liebe selbst. Und je mehr du deine Seele pflegst, reinhältst und achtest, umso mehr wird sie strahlen. Und so lasse dich über die Sternensaat zu deiner Seele führen. Denn deine Seele freut sich über die schönen Dinge in deinem Leben und sie wird sich ausdehnen. Und so verbinde dich mit der Schönheit deiner Seele. Erkenne darin dein eigentliches Wesen. Erkenne deine eigene Liebe, deine eigene Schönheit und erkenne auch deine Kraft und deine Weisheit. Denn mit dieser Weisheit von deiner Seele wirst du den Weg in deine Freiheit finden. Du wirst zusammen mit vielen anderen Seelen den Weg für die Freiheit manifestieren. Es ist eine andere Freiheit, als du sie bis jetzt kennst. Und so vertraue deiner Seele, dass sie dir den Weg dorthin zeigt und sich dadurch das Leben auf der Erde grundsätzlich verändern wird. Spüre dabei die Freude der Sternensaat, die Freude deiner Seele und die Freude aller Menschen, welche jetzt in diesem Moment diese Meditation hören. Denn diese Freude gibt Kraft. Sie gibt dir Kraft und Stärke und du erkennst, wie großartig das Leben sein kann. Und in diesem Moment wird deine Seele gereinigt von allen kollektiven Energien, welche du unbewusst trägst. Deine Seele erhält ein schönes, helles, weißes Glitzern, das Glitzern des ewigen Lebens, der vollkommenen Schönheit und unendlichen, bedingungslosen Liebe. Ausgestattet mit diesen Energien fühlst du ein inneres Lächeln. Das innere Lächeln der Erkenntnis, dass alles möglich ist, wenn du es nur möchtest.
Und so singen jetzt die Wesen der Sternensaat, die Töne der ewigen Liebe, die Töne der Erneuerung, der Auferstehung, die Töne der Wiedergeburt und der Kraft und Stärke. Spüre, wie dich diese Töne, die Energien der Töne, die Schwingungen berühren, wie sie deine Zellkerne ebenfalls berühren und aufbauen. Aufbauen mit dem ewigen Licht der Liebe Gottes. Erkenne, dass auch du ein Teil davon bist. Und erkenne die Weisheit des Lebens. Und so ziehen sich die Wesen der Sternensaat wieder zurück. Sie haben dir voller Liebe gedient. Und ich bedanke mich für diese wundervollen Energien bei der Sternensaat und bei dir. Smarana, dass du heute hier warst. Und dann komme ganz wieder in das Hier und Jetzt zurück. Ich muss gerade noch mal tief ein- und ausatmen, um wieder hier anzukommen. Die Erkenntnis, die Seelenweisheit hat sich wundervoll ausgedehnt. Und mit dieser Kraft wünsche ich dir ein wundervolles Leben. Und speziell jetzt in diesen 5 Tagen nutze die Energien und integriere alles dieser wundervollen Energien der Portaltage in dir. Finde deinen Rhythmus für dein Leben und gehe voran. Ich wünsche dir alles Liebe und ich habe jeden einzelnen von euch ganz besonders lieb. Ein Küsschen, bis zum nächsten Mal.